Okay. Wir müssten dafür in die Basis. Machen wir jetzt aber nicht. Wird mir, glaube ich, sogar jetzt mittlerweile angezeigt. Ja, haha. Mensch. So gut. Die kann's gerne wieder rausmachen. Stimmt, wir waren ja aus der Brutstätte rausgegangen und dann hatten wir da die... dann diese Aufgaben gekriegt. Regala scheint unsere gemeinsame Feinde. Das macht schon Sinn. Mögen deine Feinde fallen. So, was auch Sinn macht, ist es, zu dem Fragezeichen zu gehen. Ja, voll die schönen Blumen jetzt hier mittlerweile. Ich weiß nur nicht, ob wir jetzt hier hochkommen. Die alten Maschinen, die ich für Handa finden soll, müssten in der Nähe sein. Ich sollte den Vertrag nochmal durchlesen. Nicht, dass ich etwas übersehe. Renne ich hier gerade irgendwie gerade in einem Vertrag zum nächsten aus Versehen? Ist das? Nee. Geht es denn durch den alten Maschinen da? Um ihre Rüstung zu einem wahren Messwerk zu machen, braucht Handa halt Maschinenteile von den stillen Friedhöfen der alten Welt. Weitere Einzelheiten findest du in den Datenpunkten Kopie des Vertrags. Datenpunkt. Eine Suchfunktion wäre gerade voll cool. Hüfe? Beuteverträge. Helden? Die des Vertrags. Ist das? Jägerin wird im Auftrag der Plünderer alte Relikte von zwei Maschinenfriedhöfen bergen. Diese Relikte sind an allen möglichen seltsamen Orten zu finden. Ziehe alles in Betracht. Die Jägerin versteht, dass die Annahme dieses Vertrages inhärente Risiken beinhaltet. Anschließend körperliche und/oder psychische Verletzungen, Schmerzen, Leiden, Einstellungen oder Entstellungen, vorübergehende oder dauerhafte Lähmung oder Tod. Nimm nur die guten Sachen mit, Panda. Ist, glaube ich, der Vertrag. Ach, weil es ein nördliches und ein südliches gibt. Das könnte der Ort sein, den Handa meinte. Das heißt, wir haben jetzt den nördlichen Teil. Irgendwie ist das Klettern hier gerade super wonky. Habe ich gerade Gegner gehört? Brauchen drei Teile. Es sieht hier echt ganz schön kaputt aus. Aber gut, die große Flut. Wir haben ja heftig gekämpft. Große Flut war schon nicht ohne. Da hinten sieht es ja nach Höhle aus. Ihr Beutel ist voll. Ist das Freund oder Feind? Hier ist es keine Höhle. Hä? Wie seid die Quest sich gerade? Hä? Ach so, weil wir aus dem Gebiet raus sind. Okay. Das muss innerhalb des Gebietes sein. Woran erkennen wir denn die Relikte?
Ah, jetzt. Das wird Handa gefallen. Okay. So, also. Das ist ein Kaninchen. Sieht der gut aus da hinten. Wahrscheinlich eine der größeren Ruinen, Leichen. So macht das natürlich Sinn. Es kann Handa eher nicht gebrauchen, aber ich. Ob Handa das wirklich gebrauchen kann? Vielleicht kann es mir was nützen. Da hinten? Jetzt ist die Quest bei mir weg. Toll. Weiß ich gar nicht, wie viel wir noch brauchen. Weil die zwei Scheine jetzt nicht gezählt zu haben. Da. Das heißt, wir brauchen noch zwei. Dann alle guten Dinge sind drei. Das könnte nützlich sein. So. Den hat man noch nicht. Huch. Der war ein Stein im Weg. Der hat unsere mächtige Kriegerin einfach mal hops genommen. Und außer Gefecht gesetzt. Ja. Nicht lang genug gedrückt wieder. Das, das muss sein. Wollen. Mehr Beute finde ich hier wohl nicht. So, und dann haben wir ja noch den da. Ich sollte noch zum anderen Ort aus Handas Vertrag. Ja, der ist jetzt so semi-relevant dafür, dass wir gerade am nördlichsten Punkt sind und dann noch zum südlichsten wollen. Können wir machen, wenn wir dann auch da in einem Gebiet sind. Aber hier gibt es auch den Schreiber, wo ich Angst habe, dass ich nicht weiß, wie ich rankomme. Ist das ein Haus? War mal ein Haus. So, entweder liegt er jetzt offen da oder es ist mein wieder ein Fokus Rätsel. Mein Fokus empfängt eine Art Funkbarke. Wir müssen auf jeden Fall da hoch und dann wahrscheinlich das Wrack. Hopp. Oh, jetzt Tür offen. Erstmal looten. Dann Tür aufstemmen. Die Pisten. Okay, der Flugschreiber war ja entspannt. Die Maschinen haben das Flugzeug kontrolliert und es zum Absturz gebracht. Da sendet noch eine Funkwacke auf derselben Frequenz. Okay. Und? Den haben wir jetzt mitgenommen. Ich würde... Müssen wir andersrum daran? Also unsere Questlinien kreuzen sich hier gerade mörderisch. Ah, ich will eigentlich runter. Die Kameraperspektive ist gerade ein bisschen ungünstig. 400 Meter. Müssen wir wirklich drum rum? Was ist hier eigentlich passiert?
Sieht aus wie eine Kampf. Sieht eigentlich aus wie so eine Arena. Aber hier ist niemand. Mir fehlt die Person dazu. Die ist vielleicht noch verschollen. Haben wir die vergessen irgendwo? Ich könnte es mir bei meiner Vergesslichkeit schon gut vorstellen. Sieht immer alles sowas von krass aus. I don't know. Ich bin aber immer wieder erstaunlich, wie schick das Game ist. Au. Die Bäume. Also in The Forest oder so wird man sich jetzt drüber freuen, dass sich die ganzen Bäume einsacken und sich daraus ein Haus bauen. In einem Survival Game wäre das geil. Wir müssen jetzt zwar auch überleben, aber nicht in dieser Art und Weise. Wieso steht da so viel Heilkraut? Ich kann aus Erfahrung langsam das Ganze nicht mehr alles stehen lassen. Ich dachte, da wäre eine Höhle. Sah sehr höhlich aus. Na, die noch. War hier vorher auch schon so viel Heilzeug, wo wir die Krokodile gemacht haben? Die Schnappmäuler? Ich glaube irgendwie nicht. Ich glaube, die hat man nachgerüstet. Ich weiß, dass wir da schon mal drin waren. Aber ich weiß nicht mehr, was uns gefehlt hat, dass wir da nicht weitergekommen sind. Weil sonst wäre sie ja eigentlich grün. Oder nicht? Ach ja, wir hatten hier den Typen gerettet. Vorbei sneaken hier. Hatten wir nicht noch eine offene Kiste oder so? Ach du Kacke. Ich glaube, die konnten wir nicht mit. Da gab es in dieser einen Lüftungsschacht, gab es so eine Kiste. Die weiß ich, habe ich nicht mitgenommen. Aber jetzt nagelt mich nicht drauf fest, wo die war. War das nicht hier irgendwo? Ich bleib hier wieder an jeder Ecke hängen. Okay, hier war es nicht. Aber irgendwo war die doch. War zu weit. Die haben wir geöffnet. Wenn ich jetzt ein bisschen mehr Gedächtnis hätte. Frage ist, ob das überhaupt noch möglich ist, aufgrund der Tatsache, dass wir ja hier alles überfluten mussten. Ich sehe nicht so viel. Die Ecke. Also ich weiß, wir hatten hier noch irgendwo eine. Aber ich weiß nicht mehr wo.
Sauberer werde ich hier draußen nicht mehr. Müssten doch jetzt richtig clean sein. Das muss ich mir da. Also, entweder muss ich mir da mal die Aufnahme von damals angucken. Oder, I don't know. Ich weiß, wir haben da eine Kiste nicht gemacht. Aber. Das ist ja die Furcht. Das ist die versunkene Höhle, die Furche. Oh, hier ist eine Brutstätte. Okay. Ich habe mich vorhin noch beschwert, dass es zu wenig Brutstätten gibt. Dann habe ich einfach einen übersehen. Hier komme ich wohl jetzt auch nochmal in die Furche rein, ha? Sieht zumindest aus, ne? Ein Wildschwein. Ja, ich könnte auch meinen Robotergefährten jetzt rufen, aber das ist mir hier gerade ein Ticken zu steinig. Ich glaube, da kommen wir hier nicht weit. Nur ich weiß es, mich daran zu erinnern, so dass Brutstätten gar nicht so entspannt sind. Geht doch schon wieder aus eurer Reichweite raus. Entspannt euch. Ja, wir haben nochmal gut eingekauft. Also pfeiltechnisch dürften wir ja jetzt sehr gut aufgestellt sein. Wir müssten ja jetzt sogar jeden Elementtyp außer den Violetten da haben. Um jetzt auch den Sonnenseglern da entgegentreten zu können. Die ja auf Wasser nicht so stehen. Ah, Wintergebiet. Aloy, meine Daten zeigen, dass du bei einer Brutstätte bist. Gott im Himmel. Durch den Zugriff auf den Kern kriegst du weitere Maschinenüberbrückungen. Ich habe den Standort in deinem Fokus markiert. Danke, Gaia. Iota. Okay. Ich weiß, dass wir schon in einer Brutstätte waren. Brutstättentür, aber anders. Die lässt sich nicht hacken. Ich muss einen anderen Eingang finden. Hätte Gaia uns ja ruhig mal erklären können. Einen anderen Weg. Ist das der Grünglanz? Den kann ich doch hier nicht so stehen lassen. Also... Das ist ein Langhals, der nicht fertig gebaut ist. Berg sieht halt schon sehr verdächtig aus. Aber eine Maschine hier drauf zu locken, würde auch nichts bringen, oder? Wenn sie sagt, wir brauchen einen anderen Eingang. Haben wir jetzt eine Quest dafür? Brutstätte. Level 22. Sogar die nächste in der Reihenfolge. Okay, ich gehe mal da hoch. Aber den markiert es hier nicht richtig auf der Karte, ne? Weil es sieht so aus, als würden sie hier den zweiten Eingang verraten. Nach unten. Oder? Nee. Da lang? Da lang.
Hier ist halt ein Spalt. Aber dann will ich nicht einfach so runtersegeln. Ah, das sieht gut aus. Schön, dass man es auf der Karte gesehen hat. Da mussten wir nicht lange suchen. Kein Wunder, dass ich so Spiele, die mir nicht alles, alles vorgeben, dann verliere. Schnell aufgebrochen. Muss ein Erdbeben gewesen sein. Ich hab hier Besuch. Ich hab B gedrückt. Das Ding brennt. Hat mich schon gewundert, warum hier so ruhig ist vor der Brutstätte. Okay. Wo es wohl hingeht? Er hat mich freiwillig runtergeschmissen. Er dachte sich auch so, ja, lass das mal die Einheiten in der Brutstätte machen. Die werden uns ja sehr wohlgesonnen sein. Wie immer. Und ich vergesse mal zu looten. Das ist ja schrecklich. Ah ja. Iota. Das muss die Brutstätte sein, die ich von oben nicht erreichen konnte. War wahrscheinlich auch das Erdbeben. Hoffentlich ist der Kern noch intakt. Okay. Das einzig Tückige wirklich an Brutstätten ist, dass du sie nicht verlassen kannst, bis du fertig bist. Das macht mir immer Sorgen. Er stand Level 22 dran, also könnte machbar sein. Okay, geschafft. Ich habe schon Angst, was dann unten auf uns wartet. Das ist meistens nie gut. Aber dafür kriegen wir dann neue Möglichkeiten. Da habe ich schon Bock drauf. Maschinenteile herzustellen. Ah, nein. Warte, gegen was waren die nochmal? Schockmunition einfach. Der für Dance Moves. Huch, huch! Wo lande ich denn hier immer, Mensch? Im Raum hier gegen das Viehzeug. Looten nicht vergessen. Ich habe versucht zu dodgen. Oh, steh auf, steh auf.
Ich komme nicht über die Leiche. Ist nicht dein Ernst. Das ist so gemein. Ich kam nicht über die Leiche von dem anderen. Und dann hat er mich runtergeschubst. Warum müssen wir an einer Klippe kämpfen? Tell me why. Ist das so gemein? Aber wir haben die passende Munition. Das ist sehr, sehr gut. Ist das eine Schmiede? Sie scheint Maschinenteile herzustellen. Sie ist getränkt. Treffen müsste gelernt sein. Ja, mach mal blöd. Wo ist er hin? Wo ist der andere Hopser? Da. Ja, wie immer. Ach komm, das ist doch uncool. Das wäre ein kritischer Schlag gewesen. Komm schon. So, jetzt aber. Oh, ich hasse sie. Sie sind sogar schlimmer als die Chicken Nuggets. Ah, crazy, die schmieden hier die wirklich. Wie kommen wir jetzt darüber? Da. Alles so hell. Oh, ein Raptor. Ich bräuchte sehr viel Säure, um die zu erledigen. Da ist ja nur ein Abgrund. Mal wieder. Ey, wag es dir. Die wollen mich hier alle in den Abgrund schmeißen. Ich merk's schon. Gut. Auch mit dir. Der denkt auch, dass er fliegen gelernt hat. Ja, beiß rein, ist okay. Ich habe Kreis gedrückt. Aber das kann jeder sagen. Geht doch.
Na, es hat gut Loot gebracht. Und du kamen wirklich einige Waffen da, die hilfreich sind. Das ist zu groß. Ich muss einen anderen Weg finden. Ein bisschen Heilung darf sein. Die nehmen wir auch noch mit. Das sieht aus wie ein Lüftungsschacht. Da sollte ich hochklettern können. Madame. Bitte einmal straight einfach nur hochklettern. Hä? Ist das der Lüftungseffekt oder wie? Hä? Ich raff's nicht. Hat mich da jetzt die heiße Luft weggedreht? Vielleicht kann ich über sie zur anderen Seite klettern. Kletter über die Schmiede. Okay. Okay, jetzt wieder warten, bis die andere zurückfährt. Ja, das sieht gut aus. Sieht aus, als hätte man schon mal geübt. Schön. Das ist Reserve für später. Das ist nicht nur Reserve, ich glaube, das werden wir auch brauchen. Weil wenn es hier schon ein Raptor war und zwei Kängurus, dann wird das ja richtig schlimm. Am Ende. So ein Donnerkiefer oder so wäre richtig doof. Oh, die sind verstärkt. Als hätte die Maschine Flüssigkeit im Schweif. Was sie damit wohl macht? Seht das? Ach, wieder eine Stachelschnauze. Ah, oh, er ist untergetaucht, oder? Ich sehe ihn einfach noch nicht. Warum zur Hölle möchte jedes Robotchen in dieser Brutstätte mich eine Klippe runterstürzen? Like, why? Ach Gott im Himmel. Was habe ich denen getan? Also der Headshot war ja gut. Aber das danach nicht mehr. Aber woher hätte ich wissen sollen, dass das dass da eine Lücke ist? Ach. Machen wir es halt so.
Ach du Scheiße. Was macht der denn? Er explodiert gleich. Ich habe gut getroffen. Da hat sich was entzündet. Er brennt aber gut. Okay, der ist entspannt. Warum muss man mich jetzt nochmal mit den Klippen runterstützen? Damit komme ich vielleicht hoch zur Lüftung. Also, das war ja alles, das war ja nur unlucky. Ah, okay, deswegen müssen wir zur Lüftung. Okay. Wir müssen schnell sein. Oder? Jetzt. Komm schon. Gut festhalten. Rechts, links, hoch. Hoch! Mein Güte. Hier darf was zum Überbrücken. Ist hier sonst sowas? Nee, ne? Außer riesige Türen. Die Kisten? Oh! Was wird hier also hergestellt? Ein Langhals. Das Erdbeben muss den Prozess unterbrochen haben. Ich muss nur den Kern freilegen und die Überbrückungen holen. Nur. Hier kommt doch etwas Großes. Sehr selten, dass Brutstätten freundlich sind. Das kann nicht gut sein. Ah, Rollrücken, okay. Ich brauche Nachschub. Lass mich hoch. Okay. Ich muss angreifen. Tu ich ja. Alter. Die Falle war gut. Roll. Oh, sehr flott. Wo ist mein Lebensbalken hin?
Mein Lebensbalken ist weg. Munition. Leute, ich hab kein Lebensbalken. Der wäre bestimmt ein guter Kracher auf Silvester. Und den Lebensbalken. Mann. Wie hat denn die Stelle abgebaut? Oh, zu früh gedodged. Okay, Zeit okay. Für die Überbrückungen. Zerlegt. Ging. Ging. Hätte es mir schlimmer vorgestellt. Aber war machbar. Zeit für ein paar Maschinenüberbrückungen. Nächste Brutstätte für uns.